Das ist ein Stein. Um genau zu sein, eine Himmelsscherbe und eigentlich kein richtiger Stein. Was die Dinger wirklich in der Lore sein sollen, ich habe keine Ahnung, aber ab und zu werden sie erwähnt. Egal, den haben wir auf jeden Fall gerade ausgetrunken und deswegen ist er jetzt unser. Hat uns noch einen weiteren Punkt gebracht, ist aber auch gar nicht so relevant. Wir sind weiter hinten. Ritter des Königs! Ja, beruhigt euch. Wir sind weiterhin in der Stadt Durchsturz, ihres Zeichens Hauptstadt des Durchsturzpakts, überraschenderweise. Wir haben gerade Bericht an Leutnant. Was wollt ihr? Wo steht er? Nee, Tien Dilrux auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, wie mich Berichter stellen. Irgendein Leutnant auf jeden Fall. Es ging darum, dass wir irgendwie, naja, so, die haben das gleich hier. Es ging irgendwie darum, dass wir ein paar Bettler umgebracht wurden, tatsächlich von irgendwelchen Werwölfen. Wir haben neulich erst eine Vision auf der Insel Bettnick gesehen, von irgendwelchen Werwölfen, die irgendwelche Adlinge übernommen haben. Angeblich eine von möglichen Zukünften. Das ist recht interessant, weil das ist, wir scheinen diese mögliche Zukunft relativ bald schon ins Auge zu legen. Aber bevor das weitergeht, stellen wir noch eine andere Verschwörung auf mit Roy. Roy lebt nicht mehr. Aber Roy war scheinbar Mitglied der, der Spionage-Riege von König, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und das, aber da Roy halt tot ist, müssen wir jetzt das Spionieren übernehmen für irgendeinen Hauptmann. Ich habe auch den Namen vergessen. Ist ja auch relativ egal. Namen kommen und gehen und vergänglichen ändern sich auch alle 5 Minuten, gerade bei Spionen. Ihr tätet gut daran, still zu sein. Und vor allen Dingen hat man auch diese sehr freundlichen Wachen hier. Was haben wir hier noch? Vorsicht vor Glenumras Sandbecken? Was gibt's denn hier? Von Garrick, dem Navigator. Achso, hier ist schwierige Schifffahrt oder was? Wie war das? Ihr wollt über diese Sandbänke von Glenumbra hören? Ich dachte, dass schon jeder Bescheid wisse über diese wandernden Bänke von der Nordwestküste von Hochwelt, jene schmalen Inselchen, die die Seefahrten entlang der Küste dort so gefährlich machen. Ihr selbst verdient mein Brot jetzt schon fast seit 30 Jahren als Navigator von Durchsturz, lote seit fast 30 Jahren Handelsschiffe durch die Sandbänke in die Norddocks der Stadt und wieder heraus. Und ich werde gut dafür bezahlt. Aber die Kaufleute beschweren sich nicht. Sie sehen die faulen Rippen und zerborstenen Planken des Wracks, an denen wir auf unseren gewundenen Wegen durch die Kanäle vorbeikommen. Diese Kanäle sind trügerisch und wechseln stets die Gestalt. Wenn wir anfangs Morgenröte herausfahren, um die ersten Schiffe zu begrüßen, die nach dem Wintersturm unseren Hafen besuchen, gibt es stets zahlreiche sichtbare Veränderungen an den Wasserwegen und auch unsichtbare Veränderungen ihrer Tiefe, die wir sorgfältig durch häufige Anwendung des Senklots kategorisieren müssen. Und dennoch müssen wir immer auf die Veränderung der Sandbänke achten, auch in Mittjahr und Sonnenhöhe. Wie kann es alles sein, dass die Bänke sich auf diese Weise verändern, manchmal sogar über Nacht, auch wenn es gar keinen Sturm gab? Die Herneströmung verläuft weit von der Küste und im Norden wird die Brise, die bei den Seeleuten als Yokudasif hier bekannt ist, stetig aber sanft vom Westen her. Doch bewegen sich die Sande und mit ihnen die Sandbänke. Nun, Fremder, ich werde euch das Geheimnis verraten. Dafür gehen die Getränke heute Abend im Rotlöwen auf euren Deckel. Es ist Utigilur. Ja, ihr habt es schon richtig gehört. Der unsterbliche Leviathan der ätherischen Ozeans ist nur eine Legende. Itugulior lebt und er haust in den Tiefen des Meeres und manchmal auch in den nahen Untiefen vor der Küste. Er füllt die alten Kanäle in den Sandbecken auf und gräbt neue. Und wenn ein Schiff auf den Sanden auf Grund läuft, erhebt er sich aus den Wellen, um sich an den Seeleuten zu laben. Einen nach dem anderen verschlingt er dann. Ich würde sagen, es ist euer gutes Recht, dem skeptisch gegenüberzustehen, sofern ihr mir noch eine Runde ausgibt, natürlich. Aber ihr hört her, ich spinne hier einfach nicht nur Seemannsgarn. Ich habe diese Dinge gesehen. In Nächten, wenn die Monde voll sind und das Meer ruhig ist, erblickt man manchmal den öligen Rücken des Leviathans, der aus den Wellen ragt, während die alten Monster seines heimtückische Falle gräbt. Gelegentlich steigt eine Fontäne aus Meeresnebel empor, wie der Blas eines Wales. Aber dann weht die Brise einen dämonischen Stack an Land, der riecht, als würde er direkt aus dem Reich des Vergessens kommen. So, jetzt wisst ihr es. Aber das bleibt unter uns, beiden und der Katze des Wurzes, verstanden? Der Südhafen ist zu seicht für die großen Handelsschiffe und für Deutschland ist es wichtig, dass der Seehandel weiter seinen Weg in die Norddocks findet. Für mich ebenfalls. Und so, die Leute sind ein so abergläubischer Haufen. Machen wir denen lieber keine Angst. In Ordnung? Ah ja, das kommt mir das so gerade im Buch lesen. Na gut, wir sollen auf jeden Fall mit der Ork-Spionin reden, weil ich habe eigentlich keine Ahnung, was die Ork-Spionin ist. Ich nehme das jetzt einmal stark an. Hallo, Grenner Gragusch. Ich bin beschäftigt. Seht ihr denn nicht, dass ich hier trinke? Alkoholfrei ist oder was? Ja, Achso, Arisin hieß übrigens. Und warum reden wir? Roy hat's entschärft. Komplett. Bei Malakat. Dieses Mal hat Roy in ein richtiges Schlangennest gestochen. Sie? Eine dieser Nattern ist da oben. Der Kerl könnte etwas wissen. Ich würde ihn ja zur Rede stellen, aber er kennt mich. Vielleicht kann eine Fremde ihn zum Singen bringen. Ich könnte ihn zum Brutzeln bringen und zum Schmoren und zum Sterben wahrscheinlich auch. Ja, ich kann das machen, bestimmt. Wie eifrig. Erinnert mich an Roy. Geht nach oben. Findet Levesque und führt ihm auf den Zahn. Aber tötet ihn nicht. Vielleicht brauchen wir ihn später noch. Lasst mich aber aus dem Spiel. Ich bin keine Agentin der Krone. Nur eine Orkfrau, die ihr Ale trinkt. Ah ja, okay, danke für die Bestätigung. Das ist ja auch... Ja, ich tue mal, was ich kann. Bestimmt. Vielleicht. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Das ist das Große. Leute, die noch explizit sagen... Oh, abzack, das Monster. Wie heißen die alle? Was? Abzack, das Monster. Fürstin Klinge. Grand Jalit. Und mächtige Mordra. Mordra? Also, das ist... Also Mörderer auf Schwedisch, also mit noch einem R am Ende dran, heißt Mütter.
Die mächtige Mutter? Ich frage mal, was das für Leute sind. Ich weiß, was ihr denkt. Warum würde sich eine würdevolle Dame wie ich mit solchem Abschaum abgeben? Gebt mir ein Getränk aus und ich werde es euch sagen. Würdevolle Dame? Naja, so siehst du, außer dein komisches Kopfdings da, siehst du ja, ich sag nicht so aus. Macht euch doch nicht so viel Mühe, Liebchen. Gebt mir einfach euer Gold und ich hole es mir selbst. Ich glaube, die betrügt mich, 69 Gold. Ja klar, ist mir egal. Was für eine Großzügigkeit. Was meine Begleitung angeht, sie mögen laut und unkultiviert sein, aber genau wie ich verbringen sie ihr Leben tief in den vergessenen Teilen Tamriels. Das macht sie zu tollen Geschichtenerzählern. Ja, das haben sich 69 Gold, haben sich sowas von gelohnt. Dann kann ich die anderen auch noch bezahlen? Ohne Lebensgefahr kann man doch den wahren Wert seines Lebens nicht kennen, oder? Ein Mann muss sich solche Fragen stellen. Geistige Reflexion schärft den Verstand wie der Schleifstein die Klinge. Ach, das sind die Unerschrockenen. Als ich anfangs losgezogen bin, war die Welt für mich voller Schrecken. Voller grauenhafter, brutaler Kreaturen, die in den Tiefen lauern. Ich habe mich ihnen trotzdem gestellt. Schön. Und auch wenn ich auf meinen Reisen viele andere Rotwardonen getroffen habe, haben sich nur die Unerschrockenen als echte Geschwister im Geiste erwiesen. Ja, schön. Die Unerschrockenen. Also, wer bist du denn noch? Nee, nicht Fürstin Klinge. Fürstin Klinge vor allem. Was ist das für ein absacktes Monster? Sag mir Bescheid, wenn ihr ein richtiges Monster tötet. Oder wenn ihr es gleich mit diesem Monster probieren wollt. Naja, also das eine Mal, wo ich Molag Bal umgehauen habe und die ganze Welt gerettet habe, das war schon eine interessante Story. Möchtest du mehr darüber hören? Das ist ein Teil eines Achievements, mit dir zu reden? Ach so, wahrscheinlich das andere Ding. Der Treukönig. Er lebt in einer großen Kaverne unter den Bergen von Steinfälle. Und führt einen Krieg gegen den mächtigen Orzosai, den Häuptling des Clans der Trübwassergoblins. Ist das so? Derart wilde Krieger zu bezwingen, wird euch den Neid aller Unerschrockenen einbringen. Ich kann auch mal meinen Joker in Pott werfen. Molag Bal, ich habe einen Dedra-König, Gott, / alles besiegt. Und ihr nicht? Gut, ich hatte minimal... Was der... Achso, das ist der, geht auf mich... Ach, das ist die Quest, die dazu gehört. Na gut, oder? Wie kann ich mich hier sonst jetzt unterschreiben verweisen? Ich habe Gerüchte über einen untoten Elfenkönig gehört, der irgendwo unter der Insel Auridon eingesperrt ist. Und dass er jenen, die über ihn wachen, jede Menge Ärger bereitet. Findet ihn und begegnet seinem Blick. Vielleicht erkennt ihr, was es heißt, eine Unerschrockene zu sein. Ja, warte mal, was ist denn Achievement? Ich klicke das mal kurz an. Oha. Oh, warte mal, das... Was? Ach so, das muss ich alles machen. Ach du Scheiße. Ach, herrje. Okay, das... Warte, das ist deine, ne? Warte mal, kann ich das über mein Achievement... Was, du hast das am 30.08.2014 fertig gemacht, das Ding? Aber wo sind hier meine Achievements? Das interessiert mich jetzt mal kurz. Moment. Einen Moment, bitte. Gilde, wo sind diese dummen Achievements? Wo waren die denn? Freunde, Charakter? Das war Binwem bei Tagebuch wahrscheinlich, oder? Jo, auch geschafft. Gibt's hier Untersuchungen? Was ist denn das? Wahrscheinlich hier Kunden, oder? Alle Anzeigen. Pioniere, Höhlenforscher, Tamriels. Magiks, was muss man dafür machen? Folgt Magik den Lügner durch die ganze Tamriel darüber hinaus? Selbst in da ist ja auch, der ist ja überall. Lügnerlein gibt's halt. Achso, dafür gibt's eine Farbe. Was, ein Verbrechen zahlt sich aus? Ach, Moment, na gut, das ist eine relativ einfache Quest. Der Charakter Gilde. Achso, das ist eine Gegendings? Achso, wahrscheinlich, weil das, hier gibt's doch gar keine Gildendings, oder? Warte mal, noch was bei Gilden? Warum bei Gilden? Ist doch Quatsch. Ja klar, ich bin hier irgendwo in der Gilde hier, aber da sind doch... Achso. Nee, das sind Aufzeichnungen. Das ist ja was anderes. Nee, das ist... Nee, das war schon hier. Nein, falsch! Das darf auch ein eigenes Menü aufgeben, muss ich. Wusste Mist. Ich wollte doch eigentlich hier Tagebuch, genau, warte mal. Was könnte das dann sein? Was? Sterbt durch einen Schlachterfisch? LOL. Am 24.04.2014 habe ich das schon geschafft. Wann bin ich da mal durch so ein Dings hier gestorben? Warte mal, das ist ein... Was könnte das dann sein? Handwerk? Ja, das rechte Trophäen. Das kann, muss ja eigentlich erkunden sein, oder? Der hier geht auf mich. Warte mal, kann ich das irgendwo sehen, wo das ist? Scheinbar ist leider beim besten Willen nicht... Oh, das ist ein Charakter allgemein. Achso, da, Gilden. Ich bin doof, ja, sorry. Ah ja. Ach, in der leeren Stadt habe ich auch schon eine Runde ausgegeben. Das ist ja ein Ding. Oha. 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 Da fehlt mir noch ein bisschen was, würde ich sagen. Ja gut, das ist ja nicht so, dass ich... Ist ja nicht so, dass ich hier der große Trophäenjäger bin. Fertigungsmeister dabei. Was soll ich denn dafür machen? Ah, ich den maximalen Rang der Fertigkeit... Ach so, dem, da gibt es noch eine coole Farbe für. Süphim Rot. Arkanblau. Und erschrockenen Bronze. Und das ist ganz schön hässlich. Ach ja, die habe ich schon alle. Naja. So, egal. Hallo, mächtige Mordra. Grüß dich.
Ihr seid also noch am Leben? Und alles noch dran? Vielleicht solltet ihr mehr Zeit mit Abenteuern und weniger in Tavernen verbringen. Ey, mit der habe ich doch in Kalthafen geredet, glaube ich. Ich mag mich zu erinnern, dass ich mit irgendwelchen Leuten in Kalthafen... Dessen habe ich denen in der leeren Stadt wahrscheinlich auch was ausgegeben, weil ich mich da auch mal intensiv mit den Leuten unterhalten habe. Na, nennt mich noch einmal Hässchen, ihr bekommt was auf die Mütze, genau. Ha, ist das so? Wohlan denn. Klingt für mich, als ob ihr eine der Unerschrockenen werden könntet. Bist du dich schon mal eingetreten? Was ist das? Eine Liga. Ja. Seid ihr sicher? Ihr müsst gegen die dann seid willkommen. Ich glaube, ihr passt genau zu uns. Natürlich müsst ihr euch uns erst beweisen. Dazu müsst ihr nur eine Höhle finden, die man die Spindeltiefen nennt. Die bis oben hin voll mit blutrünstigen Spinnen ist. Wenn ihr das hinkriegt, dann kommt zu mir zurück und wir machen die ganze Sache offiziell. Ich war bis eben eigentlich der Meinung, dass ich bei den Unerschrockenen schon Mitglied war, aber ich kann noch mal gucken. Ja klar, ich bin doch schon lange Mitglied bei den Unerschrockenen. Ich bin da sogar schon Level 2. Haha! Da kann ich auch tolle Fähigkeiten, die ich nie benutze. Also ich wollte eigentlich nur die passiven Fähigkeiten von dem mal haben, aber. Ihr werdet mir zuhören. Richtig? Nein. Seid gegrüßt. Schon wieder der Lauspopip. Egal, wir wollten ja nicht unsere andere Quest weitermachen. Finde Levin, Blutensichelmund. Ja genau, Blutensichelmund ist unsere aktuelle Quest. Die komischen Spinnentiefen können wir nochmal anders. Ach, aber das ist ja ein Stockwerk über uns, müssen wir ja nur hingehen, oder? Nee, das sind die falsche Quest, oder? Brechen Spinnentiefen, steigen den Wagen, nein. 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 Ich denke, der Typ ist hier. Achso, warte mal, das. Wo ist denn die Treppe? Ja, Mai. Da muss ich hier. Warte mal. Doch, hier ist die Treppe. Ach Gott, das ist ja so düster in der Bude. Ich habe am besten ja die Treppe. Nee, der steht hier ganz alleine. Ah! Oh nein. Ich wurde entdeckt. Lasst mich zu, dass ihr mich erwischt. Sie, okay. Ich habe kurz Angst gehabt, dass so ein weinerlicher Typ eventuell Angst hat, dass ich ihn entdeckt habe. Ja gut, ein so ein Assassine wird mich hier nicht aufhalten. Finden wir jetzt gleich eine Leiche? Nö. Ja gut, mein guter Steven, dann erzähl mal ein bisschen was. Ihr glaubt doch nicht, dass ich etwas damit zu tun hatte, oder? Naja, also da ich bis eben noch nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, bin ich doch der Meinung, dass du damit was zu tun hast. Hier, Informationen. Abgemacht. Ich sage euch alles, was ich weiß. Martin Lirino hat mich angeheuert. Er lebt neben dem Gasthof im großen Herrenhaus. Ich bin Steinmetz, wisst ihr? Martin wollte, dass ich ihm eine Karte von den Tunneln unter Dolchsturz erstelle. Es gibt unter Dolchsturz Tunnel, das ist ja auch interessant. Ja, was für Tunnel denn eigentlich? Die geheimen, die ins Kastell führen. Aha. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Ich schwöre es. Ich brauchte nur das Gold. Ich habe daheim in Wegesruh ganz eigene Sorgen. Ja, bleib mal hier bis zur weiteren Befragung. Das ist, bis du dich ermorden lässt. Naja, gut, das, wenn man so mit kriminellen Elementen da spricht, dann... Also gerade Leute, die irgendwie mal ein bisschen was Größeres planen, die neigen ja dazu, ihre Handlanger doch mal zu entsorgen, weil... Es gibt hier keine Regeln. Es gibt ja so einen Zeitpunkt, wo eine Leiche auffälliger ist als andere, aber wenn man wirklich so ein All-In hat, dann möchte man natürlich, dann ist eine Leiche nur das kleinere Übel. Man ist es relativ egal, dass irgendwelche Leute über die Leichen reden. Viel wichtiger ist, dass die Person nicht über die Pläne redet, weil so eine Leiche, bis man da nachgeforscht und so weiter, das dauert länger, als man seinen Plan ausführen möchte. Das heißt, die Person will direkt sprechen, wie jetzt. Hallo, Grenner. Ihr seid zurück. Was ist geschehen? Ja... Ich dachte, ich hätte oben Geräusche gehört. Aber ihr scheint heil davongekommen zu sein. Habt ihr diese Schlange Levec am Leben gelassen? Ja, der Steinmetz hat er mir gesagt. Der ist total harmlos. Ja, also hier, geheime Tunnel. Martin, der Händler? Wir müssen alles wissen. Gelangt in Lerinos Anwesen. Schaut euch nach etwas um, das Licht auf ihre Pläne wirft. Ich werde hierbleiben und Levec im Auge behalten. Also bringt alles, was ihr findet, direkt zu Hauptmann Aresin. Ja, nun gut. Er singt sicherlich was ganz Tolles. Und was mit Seele der Menschheit, habe ich gehört. Menschen sind mir aber nicht egal. Alle. Ich bin Elfin, immer noch. Die Bretonen sind ja auch wie so Semi-Elfen. Das ist. Ich habe einen Kater von der Größe Cyrodiils. Na, Cyrodiil ist ganz schön groß. Ich würde auch mal nachmessen. Vielleicht die Hälfte Cyrodiils, aber nicht ganz Cyrodiil. So große Kater gibt es gar nicht. Ich kenne da Katzenzüchterinnen, die könnten das sicherlich bestätigen, dass es keine Karte von der größten Tyrion, die es gibt. So, mein lieber Händler. Wer bist du denn? Ach, das ist ja. Das sagt ja schon mal viel aus, dass die Dolchsturz-Kultisten bereits beim Händler in der Bude warten. Dass die Leute doch einfach nicht leise umbringen kann, ist auch ein Elend. Bom, bom. Ach! Das ist aber ein toller Händler, also. Was? Tötet den Eindringling! Also Martin Lorion sieht auf jeden Fall aus wie der typische Händler, ne? Also so mit seiner Kapuze und dem großen Streithammer und der Fähigkeit, dass ich nicht blocken kann.
Also wenn, also ich habe ja schon viele Händler daneben gesehen, ich kann definitiv sagen, das ist ein Händler. So sieht der Händler aus. So und nicht anders. Ricker Steinkolben, jawohl. Das muss ein Händler sein. Also das Outfit auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch die Rüstung mit den, mit diesen schönen Knochenornamenten an den Beinen. Das ist ein sicheres... Achso, ja, Nierschlag. So, immun gegen Nierschlag, sondern auch... Oh. Naja, wir hinterlassen immerhin keine Leichen. Das ist ja auch viel wert. Können wir eigentlich noch was klauen? Calcium-Kyras. Ach, das kann ich auch lassen. Pom, 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 pom. Wir riechen. Martin, eure Schiffe sind für den Transport unserer Agenten mehr als geeignet. Alles, was ihr tun müsst, ist die Ladung zu liefern. Nach Einbruch der Nacht steigen wir aus den Kisten und verwenden Leviöks Karten, um uns an König Kasimir heranzukommen. Angriff wird erfreut sein, ob das Chaos des Kasimirs Tod auslösen wird. Die führerlosen Reihen des Königsreichs werden dem Blutdorn nur wenig Widerstand entgegensetzen können. Es wird kein Problem sein, den Süden zu besiegen, und dann gehört Lenumbra uns. Seid versichert, dass ihr für eure Loyalität dem Blutdorn gegenüber äußerst großzügig entlohnt werden werdet. Sorgt dafür, dass sich niemand an den Kisten zu schaffen macht. Die Agenten müssen versteckt bleiben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wenn sie entdeckt werden, erledige ich die Sache persönlich. Und dann komme ich euch holen. Enttäuscht uns nicht, Verik. Ist das nicht so die Art von Dokument, die man eigentlich auf jeden Fall verbrennen sollte, sobald man sie gelesen hat? Weil im Prinzip, da sind keine besonderen Daten drin, ne? Da steht alles klar, hm, hier Kisten bewachen, alles klar, Ende. Ende der Nachricht, da ist ja nicht viel zu wissen, oder? Also sowas vernichtet man doch sofort. Das ist ja... Das ist ja nur, das sind ja nur böse, böse Beweise, die man auf keinen Fall dem Feind in die Hände kommen lassen möchte. Oder irgendwie nicht super. Sagen wir mal, dass es sieht irgendwie dem, der Saubermachtpersonal, oder keine Ahnung, wer auch immer gerade rumrennt. Na gut, Kinder hat er jetzt wahrscheinlich keine gehabt, aber irgendjemand könnte das sehen. Das ist, so dumm kannst du ja nie denken, dass irgendjemand rennt immer irgendwo rum und nur und guckt sich irgendwie Sachen an. Nur, dich muss ja nicht mal irgendwie eine Absicht sein. Ne? Das ist, keine Ahnung, irgendwie irgendjemand, den sauer macht, die Wache. Und vielleicht noch ein königsloyaler Wächter, der vielleicht doch nicht so sehr stillschweigend ist wie gedacht, der einfach mal kurz einen Blick auf so ein Dokument wirft und das lesen kann. Es sei denn, die ESO-Welt geht davon aus, dass hier niemand lesen kann. Dann kann's, das kann natürlich auch sein. Das ist ja eigentlich... Das wird eigentlich in vielen Fantasy-Spielen so sehr nicht thematisiert, dass irgendwie alle Charaktere immer sofort instant lesen können. Das irgendwie... Also ESO hat ja schon irgendwie so ein minimales High-Fantasy-Feeling. Weil irgendwie ist ja alles hier immer so... Oh, König und da und Dings. Im Namen des Königs! Ja? Kommt da noch was? Ich meine, einfach nur so im Namen des Königs zu programmieren, ist ja auch schön. Na gut. Hallo, Hauptmann Aresin. Die meisten Mitglieder der königlichen Familie sind in Sicherheit, aber der König ist mutig und dickköpfig. Er weigert sich, den Thronsaal zu verlassen. Ich brauche mehr Informationen, um ihn von der Gefahr zu überzeugen, in der er sich befindet. Ja, also hier, Assassin. Seine Majestät? Erzählt dies ja nicht weiter, oder wir werden die Assassinen niemals rechtzeitig finden. Mögen die Göttlichen uns beistehen, wenn der König getötet werden sollte. Das könnte die Allianz zerschlagen. Ich glaube, das ist der Plan, mein Lieber. Na gut, Quest abschließen. Ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der königlichen Familie getroffen. Doch der König weigert sich, die Füße stillzuhalten. Wir müssen diese Assassinen finden. Naja, also prinzipiell, der König ist nun mal der Regent, ne? Und als Regent ist es schwierig, die Füße stillzuhalten, weil irgendjemand muss das Land regieren. Dafür hat man ja so einen Regent. Und naja, gut, ich durchsuche mal den Hafen. Gut. Redet mit Sasana Atabas. Sie ist Aufseherin an den Docks. Erzählt ihr, was ihr entdeckt habt, und sie wird euch nach besten Kräften helfen. Und jetzt sputet euch. Das Leben des Königs ist in Gefahr. Ja, das ist ich. Vor allem gut, dass es auch schon Nacht ist. Und das hieß ja, bei Einbruch der Nacht steigen die Banditen aus. Na gut, wie man sagt, das können wir auch weiter in der nächsten Folge aufklären, wenn es dann mal wieder heiß ist. Und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, lasst mir doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar, besonders Kommentare, oder aber ein Abo da. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss.